Guten Tag, Annika. Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist bei diesem Gespräch und wir uns das erste Mal auch richtig unterhalten können. Du hast zwei meiner Lieblingsbücher geschrieben, das ist tatsächlich. Und ich finde, dein neuer Roman, Koller, ist in diesem Frühjahr erschienen. Den finde ich sogar noch einen Tacken besser. Das ist gut. Und da die jetzt so kurz nacheinander erschienen sind, kann man davon ausgehen, dass du ja noch einige auch in der Schublade hast und da an vielen Büchern gerade arbeitest. Ja, 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 das stimmt. Also ich bin immer fleißig, also nicht, weil ich so ein Fleißbienchen, also jetzt muss ich ganz viel produzieren, sondern weil ich immer quasi über Sachen nachdenke. Also an der Tastatur sitzend über Sachen nachdenke. Und dann entstehen dabei natürlich Sachen, ob die dann am Ende des Tages das Licht der Welt erblicken, also zwischen zwei Buchdeckel gepresst, ist ja eine andere Sache. Aber erstmal ist das so, dass das schon irgendwie so ist, was mich eigentlich immer begleitet. Es ist eher selten, dass ich mal sage, jetzt schreibe ich gerade nichts. So, also gibt es bestimmt auch immer mal Phasen, aber eigentlich ist es schon immer irgendwas am Kochen. Nein, wann findest du denn die Zeit tatsächlich? Weil du bist ja Lehrerin, das ist ja schon ein Vollzeitjob. Und voll, ja. Und du hast eine Familie, du hast Kinder. Naja, es ist halt so, also wenn ich denke, jetzt muss es sein, dann muss es sein. Ne? So, also wenn ich in der Schule bin oder wenn ich gerade, weiß nicht, irgendwas mit irgendwas beschäftigt bin, geht das natürlich nicht. Aber sonst ist das nicht so festgelegt. Also nicht so, dass ich sage, ich stehe mal morgens um 5 auf, mache Yoga und schreibe dann eine Stunde. Das könnte ich auch mal machen, aber ich glaube, da bin ich zu faul für. Oder ist es auch nicht immer spät abends? Es kann mal früh morgens sein, es kann mal spät abends sein, und es kann auch sein, dass ich zwischendurch irgendwann nachmittags eine Stunde da sitze. Also je nachdem, wo so die Zeit abfällt. Und ich habe aber so ein bisschen den Vorteil, dass ich brauche dann nicht so ein Setting. Ne? Also dass ich sage, ich muss dann noch da sitzen und der Milchkaffee steht da rechts und das Wasser steht da links und vor mir blüht ein, weiß ich nicht, Pflanze. Setzen Sie hier eine Pflanze ein. Sondern das ist einfach, ich kann das einfach zwischendurch machen. Ich kann jetzt auch theoretisch hier einen Laptop aufklappen und vielleicht ein bisschen schreiben, wenn es mich gerade so packt. Ich meine, das wäre ja auch ein schöner Start für dieses Format, wenn die Autorin jetzt mal spontan genau. Eine Kurzgeschichte schreiben will. Wir müssen kurz Pause machen, ich schreibe immer. Am Ende des Videos wird es dann vorgetragen. Ja. Dein Erstling, Nordstadt, wir sagen jetzt Erstling-Debüt, weil es als erstes veröffentlicht worden ist, wird sicherlich auch nicht dein erster Roman wirklich gewesen sein, hat ja den Maria Claessens Preis gewonnen und den Literaturpreis Ruhr. Mhm. Hättest du damit gerechnet? Nee. Also, nein, man kann das ja auch gar nicht berechnen. Also es ist halt so, erstmal ist es ja total aufregend, dass dieser Schritt überhaupt passiert. Ne? Also von dem ich sitze da und schreibe was für mich hin und das passiert tatsächlich, das wird gedruckt, das wird, kommt in den Buchladen und so weiter. Aber dann ist das so, dass man denkt, ja gut, das kann alles passieren. Also von, das floppt und wir verkaufen die erste Auflage nicht ab, bis hin zu, das wird total super erfolgreich und Leute reißen sich drum und es verkauft sich viel geschnitten Brot oder irgendwas dazwischen. Aber berechnen kann man das gar nicht. Also das ist einfach so, weiß ich nicht. Und deswegen hatte ich da auch nicht so eine wirkliche Erwartung, dass ich dachte, so oder so läuft das. Dann dachte ich, so, ja, gucken wir mal, was so passiert. Ich meine, dazu gehört ja viel Mut tatsächlich, das Geschriebene an einen Verlag oder an eine Agentur zu bringen. Ja, wobei im Zweifelsfall, es passiert ja nichts Schlimmes. Ne? Also im Zweifelsfall kriegt man einfach keine Antwort. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist ja auch vielleicht eher so der Normalfall. Also, dass man einfach gar nichts hört. Ich glaube, man kriegt sogar selten Absagen. Okay. Inzwischen. Oder 3 Jahre später. Oder 3 Jahre später, genau. Wir haben beim Aufräumen, haben wir hier noch Ihre Zusendung gefunden. So. Ja. Wie kam es, dass jetzt der zweite Roman tatsächlich 1 Jahr später schon erschienen ist? Naja, also der ist entstanden in der Zeit, als schon klar war, dass Nordstadt veröffentlicht wird, aber noch nicht veröffentlicht war. Und dann war das natürlich auch einfach so ein, das war ja der totale Freiraum. Ne? Also warum warten? Ne? Also man kann ja auch aktiv zuwarten oder aggressiv zuwarten und denken, so jetzt gucke ich erstmal, was passiert.
Aber habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja sowieso sowas, was ich irgendwie, was mich immer begleitet. Und dann ist das in der Zeit entstanden. Und dann war das auch so, dass wir im Gespräch darüber im Verlag gesagt haben, ja doch, wir haben alle Bock drauf. Und dann überlegt man natürlich so, ja, soll man das jetzt irgendwie, soll man dann noch ein Jahr warten? Ist das jetzt irgendwie schlauer? Aber dann war es so, es war da und wir hatten Bock und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es. So. Für die Leute, die Koller jetzt noch nicht gelesen haben, was sehr schade ist, in Koller geht es um zwei sehr unterschiedliche junge Männer, und zwar der namengebende Koller und Chris, die sich in einem Park in Leipzig kennenlernen. Und ich beschreibe das immer gerne wie Gravitation, weil so habe ich das empfunden und ich habe das Buch jetzt nochmal gelesen. Und ich fand einfach dieses Aufeinanderprallen, weil da ist ja, das ist ja schon fast alles irgendwie gewaltvoll, weil die bemühen sich irgendwie sofort aufeinander. Also es ist sehr seltsam, dass Menschen sich so treffen und dann am nächsten Tag ans Meer fahren. Ich glaube, das ist gar nicht seltsam. Ich glaube, wir denken das immer nur, weil wir denken, okay, wir müssen alles in so Bahnen lenken. Ja. Das ist ja immer so das Bestreben, dass das alles irgendwie in so geordneten Bahnen läuft. Aber eigentlich ist ja das, wo man wirklich so denkt, okay, da sprüht das mal Funken und da lebt man so richtig. Das sind ja eigentlich immer die Momente, wo irgendwas passiert, was man nicht geplant hat. Und das liegt ja so ein bisschen im Wesen von, also gerade auch von so Begegnungen. Ne? Also es können Begegnungen sein, die aus denen Liebe resultiert oder auch Hass oder auch was auch immer. Aber das ist ja oft so, und das passiert irgendwie in so kurzer Zeit. Und wenn man dann zurückblickt, denkt man so, okay, wie ist das jetzt passiert? Ne? So. Aber ich glaube, das ist einfach so, weil da so viel in Bewegung gerät, was uns auch vielleicht sehr, sehr viel länger braucht. Und du hast jetzt gerade gesagt, okay, die treffen sich auch im Park, also an einem realen Ort, ja, nicht in einer Dating-App oder so. Und ich glaube, dass das hat eine andere Dynamik, weil ich weiß nicht, ob das auf diesem Weg auch passiert. Und du sagst, okay, ich schreibe jetzt jemanden in der Dating-App, das kann natürlich auch irgendwie sweet sein, aber es ist halt trotzdem so, das hat halt natürlich auch so einen Verlauf, aber das ist nicht so bang und ich sehe jemanden und denke, okay, wir zwei, jetzt. So lief es ja früher ab, denke ich. Also, schön, oder? Vor Jahren, ja, als dieses Internet noch nicht da war, genau, war das ja so, da haben sich ja Menschen einfach getroffen, aus Versehen. Und ich glaube, das ist so surreal für mich, dass das heute, also jetzt einfach noch passieren könnte. Ja, das ist ja gerade so super spannend. Also ich meine, das ist ja auch, wenn die aufeinanderprallen, das ist ja von Beginn an eine starke sexuelle Anziehung. Also es ist ja so, die sehen sich und irgendwie, das ist so ein, keine Ahnung, du hast gesagt, das ist so ein bisschen gewaltvoll. Also das hat ja was zu tun mit diesem, was für Kräfte werden da auch entfesselt. So. Und das ist ja eigentlich das gerade, was so, was das so reizvoll macht und auch so schön macht, irgendwie durch die Welt zu laufen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen nicht zu wissen, was passiert. Also da hätte ich jetzt so, würde ich jetzt so sagen, hätte das andere vielleicht so ein bisschen, obwohl vielleicht ist das, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch fies zu sagen, das ist ein bisschen langweiliger, aber weißt du, was ich meine, wenn man das so anbahnt, so, und wie ist mit dir, willst du auch Kinder, ja, kochst du gerne, was hast du für Hobbys, ne, so. Das ist, da passiert viel davor und das kann auch gut sein, aber ich finde, manchmal ist es auch schön, wenn man das einfach mal überspringt, diesen Teil. Und ja, den vielleicht erst später verhandelt. Also das ist halt, in diesem Buch ist das so einfach unglaublich gut gelöst. Irgendwie. Ich fühlte, das zieht einen direkt in diese Story. Und man hatte auch gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Weil die Protagonistinnen haben auch keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Nein. Das ist alles sehr impulsiv. Ja. Und da möchten sie ja an sich ans Meer. Mhm. Und da kommt dann mehrere Stationen dazwischen. Mhm. Und, halb Deutschland eigentlich. Einmal quer durch Deutschland. Ja. Und was spannend ist, ich habe irgendwann gesagt, ich möchte nie Bücher über die Pandemie lesen. Das ist jetzt kein Pandemiebuch in dem Sinne, aber wir sind mittendrin. Und was das auch nochmal so, soll jetzt vor allen Dingen, wenn ich Revue passiere, wie wir uns verhalten haben während der Pandemie, halt das mit dem Abstand. Mhm. Und das, irgendwann gibt es das Thema, dass man vielleicht eine Maske braucht auf diesen Trip. Und wir sind ja nie ohne Maske irgendwo hingegangen, zum Beispiel. Und die beiden schlafen nicht miteinander sofort, sondern landen halt direkt in der ersten Nacht im Bett. Mhm. Und das ist eine Nähe, die in der Pandemie ja auch selten war. Ja, ich glaube, das war auch das, wonach sich Leute ja gesehnt haben. Ne? Ja. Also auch zum Beispiel, wenn du auf Konzerte gegangen bist vorher, also nach engen
warm, ein bisschen stickig. So. Das sind die besten Voraussetzungen. Ja, das ist jetzt, also ja. Ist ja nicht das Gleiche, wenn du zu Hause gesessen hast, da hast du ja irgendwelche Livestreams reingezogen von Bands. Das war auch irgendwie vielleicht nett, aber das ist halt überhaupt gar nicht vergleichbar, weil das ist ja überhaupt nicht sinnlich. Nee. Und das ist ja was total Sinnliches und auch dieser Abstand. Es gab ja auch, zum Beispiel gibt ja Leute, die, oder gerade junge Leute, die so Techno-Partys gefeiert haben in der Zeit, so illegale. Ne? Das hat ja genau damit zu tun, weil das eben wahrscheinlich gefehlt hat, also auch diese Reibung so aneinander. Und ja, also ich weiß nicht, man tut halt auch Sachen, die, wenn man rational darüber nachdenkt, nicht so schlau sind, aber man macht sie halt trotzdem. Ja, so, dann passiert das halt. Und man ist ja irgendwie noch Mensch. Ja, klar. Ja, auch wenn man jetzt nicht so vorsichtig, wenn man nicht so vorsichtig sein möchte. Also man kann leider nicht immer vorsichtig sein. Nee. Und dann stehen ja halt auch schöne Dinge. Irgendwann gibt es auch diesen Satz, ne? Zurückhaltung erschafft nichts. Das hat eine sehr wichtige Autorin geschrieben. Ja, wer hat das denn geschrieben? Ja. Magst du erzählen, wie Koller und Chris zu dir gekommen sind? Ja. Vielleicht auch die beiden mal beschreiben kurz. Nein, lesen Sie das Buch. Also ja, kann ich schon. Also Koller ist ja so, wie der Name sagt. Der ist einfach da, darunter, also oder ich habe immer, oder ich, das mag ja auch jeder anders empfinden, ne, der das Buch liest oder die das Buch liest. Ich habe immer vor mir gesehen eine sehr charismatische Person, die irgendwie mit, vielleicht ohne das zu wollen, auch Räume einnimmt, in denen sie sich bewegt. Einfach dadurch, dass sie so offen ist, so neugierig, so bedingungslos in vielen Sachen auch. Und optisch heißt es ja irgendwie ziemlich am Anfang, sieht aus wie einer vom Zirkus, aber klingt wie einer, der Seminare über Hegel leitet. Also irgendwie in diesem... Schon sehr anziehend. In diesem Dings bewegt sich das. Da hat er ja pinke Fingernägel. Da habe ich letztens auch drüber gelesen, dass das hoffentlich nicht das Einzige ist, was Männer gegen das Patriarchat machen, sich die Fingernägel zu lackieren. Das finde ich sehr clever. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn Männer es machen. Ich habe leider heute keine Acrylics. Komm, machen wir gleich noch. genau. Und der ist halt... ist jemand, der denkt relativ wenig nach, der hat so dieses, weil ich vorhin gesagt habe, in geordneten Bahnen, das ist vielleicht nicht so seins, also ist auch sehr impulsiv und Chris ist eben das genaue Gegenteil. Also der ist rational, der ist geordnet, der übernimmt Verantwortung, der lehnt vieles ab, kann vieles nicht leiden. Kann vor allen Dingen gerne auch Menschen nicht leiden. Ja, das genau, kann Menschen absolut nicht leiden. Und vor allem auch, wie sie mit Dingen umgehen, kann nicht leiden. Und ja, also ich glaube, er wirkt auch mal, ich weiß nicht, wirkt er kühl? Manchmal wirkt er ein bisschen schon, kühl, ne? Schon, der ist schon kühl. Und Koller ist im Gegensatz... Auch so ein bisschen bockig manchmal, ne? Also, ja. Deswegen kriegen die sich so oft in die Wolle. Also, es gibt ja sehr, sehr viele Stellen, wo die sich anschreien oder einer läuft immer weg. Ja, ne, so. Sie laufen sehr viel oder fahren sehr viel hintereinander her. Genau, fahren auch her. Aber irgendwie treffen sie sich dann immer wieder auf irgendwie und sehr viel Reibung. Ja. Und das macht es halt auch so spannend tatsächlich einfach, weil das so, ich meine, wenn man das anfängt, das Buch, dann weiß man zumindest, sie schaffen es irgendwann ans Meer. Ja. Und der Weg wird dann halt das Ziel. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist ja so, okay, wir haben was vor und dann dauert das Vorhaben 5 Minuten und dann passiert schon wieder was Neues. Ja, also es ist eigentlich auch so, wie das im normalen Leben auch ist. Ne? Also, aber du hattest vorhin noch gefragt, ja, okay, wie ist das zu dir gekommen? Das ist generell so bei Geschichten, dass eigentlich immer als erstes eine Figur da ist. Also ich habe dann nicht unbedingt eine Geschichte vor Augen, die ich schreiben will, sondern es fängt halt an, dass ich irgendwie eine Figur vor Augen habe und dann ist so ein bisschen die Frage, in welche Bezüge kann man diese setzen und was, ne? So entsteht das so langsam daraus. Und da gab es Koller als erstes. Also diese Präsenz und dieses
in der Welt sein. Also ich finde, es gibt auch viele Stellen, wo sich zeigt, dass der ist ja total empathisch auch und sehr, sehr liebevoll oft auch. Ja, und dieses, ich glaube, dieses sehr in der Welt sein, das ist so das, was als erstes da war. Dieses, wie so ein Gedanke, der dann bleibt, dann Form annimmt sozusagen. Das ist ein schöner Gedanke. Also ich meine, es ist sehr, sehr viel dieser Mensch. Mhm. Die sind schon beide sehr schwierig auf ihre Art und Weise und ergänzen sich halt. Aber ich mag das Wort schwierig immer nicht. Weißt du? Ich suche mir jetzt ein neues Wort. Ja, weil... Anspruchsvoll. Ja, ja, das war, ja. Kommt weil immer darauf an, aus welcher Richtung man das kommt. Ja, ich finde das immer schwierig, weil das hat mein Mann mal zu mir gesagt, das ist schon sehr lange her. Ich habe gesagt, nee, wenn man dann schwierig ist, und dann hat er nur gesagt, na, will man denn einfach sein? Das ist so, weißt du? Schön gelöst. Ja, das finde ich auch schön gelöst. Und das, ich glaube, das ist auch so, weil das manchmal so ein Abschlussurteil ist. Ne? Auch in der Schule übrigens, dann sagt, wenn schon jemand über einen Schüler oder eine Schülerin sagt, der oder die ist aber schwierig, da kriegt schon mal einen Föhn. Weil ich denke, ja, okay, und jetzt? Also, da würde ich auch fragen, will man denn einfach sein? Also das, ja. Das soll halt dann zumindest nicht dabei stehen bleiben. Schwierig sind ja, weiß ich nicht, Matheaufgaben. Matheaufgaben sind schwierig. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber für mich sind Matheaufgaben. Bis zur 9. Klasse waren die auch eher einfach. Bis 9. noch? Ja. Oh, ich weiß nicht. Aber ich war auch vorher. Nur auf einer Gesamtschule, nur. Ja, was heißt nur? Mathe ist Mathe, ne? Ich kann dir auch nicht sagen, wo ich dann gescheitert bin. Das habe ich gut verdrängt. Ja. Die beiden wollen eigentlich ans Meer und kommen dann in Ludwigsburg an, weil dort die Schwester von Koller in einer Behindertenwerkstatt arbeitet und lebt. Mhm. Also Chris lernt sofort quasi die Familie kennen, aufgrund, weil Koller gesagt hat, ich habe meine Schwester schon ewig nicht gesehen. Er sagt ein Jahr und ich verrate jetzt so viel, es sind dann doch 3 Jahre gewesen. Also dieser Plot ist ja sehr aberwitzig tatsächlich. Mhm. Ich finde aber trotzdem funktioniert er sehr gut. Mhm. Ich werde auch sicherlich nicht alles verraten, weil ich schon möchte, dass viele Leute dieses Buch lesen, weil es einfach ein echt gutes Buch ist. Ne, das sage ich noch 10-mal. Also in Nordstadt auch. Aber diese Orte, die du gewählt hast, ich verrate noch, es geht später ins Ahrtal. Wir haben also auch einen gewissen Zeitraum, wir haben Pandemie, wir haben im Ahrtal die Flut. Wie kamen diese Orte? Hast du dir überlegt, was könnte jetzt gut passen, irgendwie, was ist schön weit auseinander, damit sie tagelang durch Deutschland ra? Nee, tatsächlich nicht. Das sind immer so... Doofe Fragen. Nee, nein, das ist gar nicht doof. Nur das ist total schwierig zu erklären. Also wie kommt man jetzt zum Beispiel, die Schwester ist ja in Ludwigsburg, das liegt aber daran, dass er da ja auch herkommt. Ja. Und das hat da ganz oft damit zu tun, dann habe ich mal irgendwo irgendwas gelesen, irgendwo irgendwas gehört und dann habe ich mich mit so einem Ort beschäftigt. Und ich war auch schon mal auf dieser Bärenwiese und weiß nicht, dann irgendwie denke ich so, okay, das passt, ne? Und dann schiebt man das so ineinander. Also das ist jetzt gar nicht so, dass ich dann überlege, dann sitze ich dann mit der Karte und wie viel Kilometer. Also was muss ich auch mal machen, ne? Also, dass man mal sagt, okay, wie lange fährt man denn jetzt wo dahin oder so? Das wäre ja so. Das wäre schon sinnvoll, aber trotzdem ist das eher so, das ist, ich glaube, eigentlich recht assoziativ und hat oft zu tun mit so einem Fundus an Sachen, mit denen ich mich irgendwann irgendwie mal beschäftigt habe. Und es ist oft so, wenn ich selber hinterher dann lese, was ich geschrieben habe, das ist jetzt gerade bei dem, was ich jetzt schreibe, auch so, dass ich dann manchmal da drauf gucke und denke, ach, guck mal, da kommt das her. Oder da hast du damals, da bist du gewesen oder hast drüber nachgedacht oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das so bewusst rausziehe, ne, wie so eine Amsel, die wird sucht für ein Nest, sondern eher so, dass man dann denkt, okay, ja, was, weiß ich nicht, ne, was benutze ich jetzt mal so. Und dann, deswegen, also dieses nach so einem Plot schreiben, würde mir echt schwer fallen. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Also wenn du jetzt sagen würdest, so, wir brauchen jetzt einen Mann, eine Frau, weiß ich nicht, eine grätzige Ex-Frau, ein Kind, das irgendwie bei einem der Elternteile lebt und dann wollen wir gerne das und das und das. So wie Drehbuch, ne? Nach so einem bestimmten Muster. Ich glaube, das könnte ich nicht. Oder vielleicht könnte ich das auch, aber ich weiß nicht, ob es mir Spaß machen würde, weil das viel damit zu tun hat, gerade dieses Spielen mit Dingen. Ne? Okay, ich probiere das mal aus und wo passt das rein und so. Das
ist ja wie so ein, als man klein war, hat man ja immer gespielt, ne? Ja. Bist ja irgendwie bist du durch den Park gelaufen und hast gedacht, ich bin jetzt ein Ritter oder so. Und da darf man halt im größeren Kontext spielen, sozusagen. Also das heißt, es gibt vielleicht auch andere Varianten, theoretisch, des Buches, die du ausprobiert hast. Weil das relativ an einem Stück entsteht, ja, sozusagen, dass das schon so ist, wenn ich mich dafür entschieden habe, dann mach das. Und dann habe ich mir das ja auch eingebrockt. Ja. Dann muss ich ja selber gucken. Musst du dich da wieder rausschreiben. Gab es denn für dich Beispielbücher? Also ich habe sehr oft gelesen, dass es verglichen wird mit Schick, ja, in Anführungszeichen. Aber daran hast du natürlich nicht gedacht. Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich habe auch gar nicht so... Also es gibt schon, glaube ich, vom Ton ganz viele Bücher, wo ich sagen würde, die mag ich ganz gerne, aber ich lese auch alles so ganz wild durcheinander. Ja. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, das ist so mein Leben. Das Einzige, was ich nicht lese, sind Krimis, weil es mich tatsächlich überhaupt gar nicht kriegt. Aber ansonsten weiß ich nicht. Kenne ich was ganz Altes, was ganz Aktuelles, was, keine Ahnung, ne? Also ich habe da nicht so ein Muster drin. Und da kann es schon sein, dass ich sage, okay, eine bestimmte Sprache spricht mich total an und ein bestimmter Ton oder eine bestimmte Art, Figuren zu zeichnen. Also ich mag zum Beispiel eigentlich nicht so gerne, wenn man so 100 Seiten lang Tod beschreibt. Ja. Weil das ist mir dann manchmal auch zu viel, weil ich dann denke, okay, ich will ja auch noch was machen. Also als Leserin, ne, ich sitze doch da und will auch noch irgendwie aktiv werden. Also ich mag das schon, wenn zum Beispiel Menschen mit wenigen Strichen sozusagen gezeichnet werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, das vom Plot oder das vom Plot. Und ich glaube, das ist bei Chick ist halt auch so ein Ding, also sobald es ein Auto ist und Menschen fahren irgendwo rum, dann ist das schon immer zwangsläufig in Chick-Nähe sozusagen. Ne? Ja, als gäbe es nie vorher Bücher, die so waren. Dann wird es auch nie weitergehen. Ja, aber ich meine, wenn jemand gerne das als Schullektüre mal adaptieren möchte, fände ich jetzt auch nicht. Ich kann das dann nur nicht unterrichten. Das wär ja grauenhaft, weil du mal versuchst, den Kindern mal beizubringen, dass es nicht wichtig ist, was der Autor sagt. Ja. Und plötzlich sind sie dann vorne und sagen, ja, aber jetzt können sie uns das doch sagen. Was hat sich denn der Autor dabei gedacht? Also, das wäre ja irgendwie schon kacke. So, ja. Das finde ich doof. Zumindest, du hast ja dann die Auswahl als Deutschlehrerin, welche Bücher du auswählen, dann würdest du halt nicht deinen nehmen. Ich lasse aber eigentlich immer, ja genau, also ich mache immer so Vorschläge und dann lasse ich die Schüler auswählen. Also meistens so aus 2 oder 3 Vorschlägen. Und das ist auch so witzig, weil das ist ja so eine 8 oder 9 oder so, ich muss so Chick immer lesen und das hat sich noch nie eine Klasse dafür entschieden. Das ist total witzig, keine Ahnung. Also ich dachte immer, okay, das muss sie doch ansprechen, aber irgendwie, nee. Gucken, ich habe das hier rausgezogen, ist das schlimm? Nö, ich glaube, es ist noch an. Ja, es ist auch noch an. Das ist nur hinten rausgegangen. Die Tasche ist zu tief hier für das Ding. Wo hast du das denn hingetan? Ich habe es einfach vorne in meine Tasche, aber ich habe auch eine Männerhose. Frauenhosen funktionieren ja leider einfach anders. Ja, das ist grauenhaft. Ja. Du musst ja froh sein, wenn du überhaupt eine Tasche hast. So, guck. Ja, das ist ja... Ja, oder? So. Also, seien Sie dankbar, Sie haben meine Tasche. Soll ich mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Ja, ich habe nämlich gedacht, wen magst du denn lieber? Von den beiden? Mhm. Oh, das ist gemein. Nein, hast aber, du jetzt gedacht, jetzt kommt eine einzige Frage? Nein, aber es ist tatsächlich so, dass eindeutig Koller mir sympathischer ist, ja, weil ich wahrscheinlich viel näher an Chris bin. Ja. Auch so was so, man muss ja sagen, Chris ist nicht so wirklich empathisch. Nee. Und bedingt empathisch. Ich würde mich schon empathisch nennen, aber irgendwie doch fühle ich mich eher wie Chris. Und so ein Koller ist halt so eine Kunst, so ein irgendwas total Ungewisses, was mich total durcheinander bringen würde. Ja. Weil ich schon irgendwie so ein. Aber eigentlich bräuchte ich das. Ja. Ich glaube, ich habe dir sogar geschrieben, eigentlich irgendwann, nachdem ich es beendet habe, irgendwie. Wir brauchen alle einen Koller. Ja, ja, also, ja, ne? Hin und wieder, doch, hin und wieder braucht man das. Weil man kann dieses Buch so wunderbar zuklappen und so seufzen. Irgendwie war das so, irgendwie, ne, ich meine, es war sicherlich nicht deine Aufgabe, jetzt 2 Liebesromane zu schreiben, oder wolltest du wahrscheinlich nicht so in dem Sinne. Nee. Man könnte die aber so lesen und
ich sage gerne weirde Liebesromane, weil das ist halt nicht so diese... Ja, weil Liebe ist halt immer voll weird. Also das, ja. Das ist einfach von, also das kann ja gar nicht anders sein. Was ist das für eine Logik auch? Ne? Das also, dass Liebe. Wir alles, was wir mal so gelernt haben und alles, was wir uns so aufgebaut haben, in den Wind husten, im Zweifelsfall, weil wir denken, okay, das ist jetzt das Ding, das ist jetzt Liebe. Das ist einfach so eine Naturgewalt, finde ich. Das muss ja weird sein. Ja. Wie schön. Ja, voll. So, wir noch mehr Liebesgeschichten schreiben. Aber das haben wir schon mal gesagt. Also ich finde, das ist halt schon so eine sowas, was so oft auftaucht, weil es gibt diesen Roman von Robert McLean Wilson, Rika Street Belfast, und da ist der erste Satz, jede Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Und ich habe das irgendwann gelesen, da war ich so Anfang 20 und habe gesagt, oh, ob das wohl stimmt. Und ich bin immer noch dabei, das rauszufinden. Aber ich glaube, es gibt schon auch Texte, wo man sagt, okay, das steht nicht so sehr im Vordergrund. Aber dann ist es vielleicht auch eine andere Art von Nähe oder von Intimität. Und das muss ja nicht immer zwischen zwei Menschen sein. Es kann ja auch sein, die Liebe in einer Familie oder die eben nicht vorhandene Liebe in einer Familie. Oder, weiß ich nicht, Hass hat ja auch irgendwie wieder damit zu tun, auf so einem komischen Umweg. Ich habe für mich gespeichert, Hass und Liebe sind die Gegenpole. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das so runterbrechen kann, aber das habe ich mir irgendwann so gedacht. Mhm. Das ist so ganz schlau. Du musst jetzt auch noch drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Ja, weil sonst wüsste ich gar nicht, was ist das Gegenteil von Liebe. Es gibt ja dieses Zitat mit dem, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass und das Gegenteil von... Ich kriege das jetzt gar nicht so richtig zusammen, aber auf jeden Fall ist das, das quasi die Quintessenz ist, es ist eigentlich Gleichgültigkeit. Also das Gegenteil von Liebe wäre Gleichgültigkeit. Das hat ja auch irgendwie wieder was, also weil Hass ist ja auch so eine ganz starke Emotion. Also deswegen sage ich oft, wenn dann meine Kinder solche Sätze sagen wie, ich hasse Kohlrabi, dann sage ich mal, ich finde Hass ist ein bisschen kräftig, das Wort jetzt gerade für die Abneigung gegen Kohlrabi. Ne? Aber weil Hass, genauso wie Liebe, hat ja oft eine ganz lange Geschichte. Ne? Also dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie was innerhalb von kurzer Zeit entsteht, sondern wenn man mal guckt, ne, so, was sind vielleicht verfeindete Menschen, Völker, was auch immer, dass dahinter auch eine lange Geschichte steckt, die auch sehr komplex ist. Und das ist ja bei Liebe manchmal irgendwie genauso. Oder wenn du nimmst, Familie ist ja ein Ort, wo beides stattfinden kann. Ne? Also Liebe genauso wie Hass. Weiß ich nicht. Da können wir uns jetzt Gedanken drüber machen, bis wir hier sitzen und alt und grau sind und sind wahrscheinlich immer noch nicht weiter. Ich bin schon ein bisschen grau. Ja, ich gebe mir auch gerade Mühe. Das zeigt nur unsere Reife, ja, absolut. Habe ich beschlossen. Was ich dich fragen wollte, ich habe in deiner Vita gelesen, dass du in Island oder auf Island gewohnt hast. Mhm. Erzähl mal davon, weil mehr konnte ich nicht, außer dass du auf Island gewohnt hast. Und das ist ja schon low-key Sehnsuchtsort, zumindest mal zu besuchen von mir. Ja. Weil es so einfach so eine Mondlandschaft ist. Ja, voll. Es ist ein Haufen Gorille im Atlantik. Eigentlich. Wie kam das? Also wir haben unsere Hochzeitsreise nach Island gemacht, wollten aber eigentlich nach Schweden. Okay. Das wie ist sowas ja immer so passiert, ne? Leute wollen an die Ostsee und landen in Ludwigsburg und so. Und so ist das. Also wir wollten nach Schweden und dann hat das aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Dann haben wir eine Rundreise in Island gemacht. Und mir war relativ schnell klar, dass ich mit dem Land nicht so schnell fertig bin, weil das ist schon speziell. Also ich finde, dass du einfach einen Ort hast, an dem an sich sehr viel Raum ist und wirst du zwangsläufig auf dich selber auch erstmal zurückgeworfen. Weil, irgendwie in den Westfjorden kannst du 8 Stunden Auto fahren und da triffst du keinen Menschen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich möchte da gerne nochmal hin. Und es war immer schon klar, dass ich gesagt habe, wenn ich das Studium abgeschlossen habe, möchte ich irgendwie einen Sommer lang irgendwo hin und arbeiten. Einfach, um den Kopf frei zu kriegen, weil ich finde auch, Uni ist so, man ist so ein merkwürdigen Hamsterrad. Und ich habe gedacht, okay, danach werde ich ja auf Kinder losgelassen in der Schule. Also müsste ich dann schon mal wieder irgendwie so halbwegs bei Sinnen sein irgendwie. Und aus diesem, weil man ja eigentlich nur lernt und sich vorbereitet auf Prüfungen in dieser letzten Zeit halt. Und dann habe ich angefangen zu planen. Und das war letztlich so, dass ich Saisonkraft war.
in einem Hostel oder Schrägstrich Pension Jugendherberge in den Ostfjorden. Und das war wirklich auch im Nichts. Also da, der nächste Ort war mit dem Auto so 25 Minuten weg. Oder 30, ja, so in etwa. Und da war ich dann 3 Monate und habe da gearbeitet. Und dann war das, ja, auf einmal dann das konzentriert. Man denkt, dieses Riesenland oder ja, diese Landschaften, aber dann wird es ja doch ein Ort, an dem man ist. Und ja, das war schon gut. Das hat schon echt vieles zurechtgerückt, glaube ich. Wenn wir so im Ruhrgebiet Lebende haben ja nicht so viele Orte der Stille tatsächlich. Ja, das ist ein Event. Wir haben direkt die Autobahn, fährt hier durch. Also wir haben, ich stelle mir das tatsächlich, wenn man auf einmal Stille hören kann. Also so stelle ich mir das vor, weil es ist ja nicht viel Mensch und sehr viel Weite. Du merkst halt auch sehr klar, dass es eine Entscheidung ist, ne, wie man so leben will, weil ich das für eine Zeit schon okay fand. Also ich für mich aber gesagt habe, so, ich kann mir das nicht ewig vorstellen, weil ich habe immer so schön gesagt, vom Steine gucken alleine wird man auch nicht glücklich. Also ich habe schon gemerkt, wie sehr ich auch ein Mensch bin, der dieses Stadtumfeld schon irgendwie braucht, ne? Also irgendwie Geräusche und Menschen und ein bisschen auch diesen Dreck und Lärm und alles drumherum. Einfach weil da natürlich immer wieder irgendwie was passiert und immer irgendwas in Bewegung ist. Und das eigentlich schon auch das ist, was mich interessiert. Also auch fürs Schreiben jetzt. Ne? Das ist ja immer so dieses, wenn man mal so untereinander quatscht, so Leute, die schreiben und dann gibt es immer welche, die sagen, boah, wenn ich jetzt die Kohle dafür hätte, ne? So irgendwie mein Haus in Frankreich und dann würde ich mich da 3 Monate einschließen und ich würde wahrscheinlich da sitzen und mich komplett totlangweilen und auch keinen einzigen Satz zu Papier bringen. Okay. Weil ich glaube, das ist nicht so Schreiben aus der Stille heraus, ne, so Caspar David Friedrich mäßig aus dem Herzen, ne, sondern schon eher so, dass ich sagen würde, okay, das ist auch ganz viel Verarbeiten von Eindrücken. Du brauchst von Eindrücken. Input quasi. So, ja, ich mag das total, dass das immer irgendwas lebt und irgendwas in Bewegung ist. Und deswegen ist das, ich finde schon gut, wenn man mal Phasen hat, wo man das eben nicht hat, also wo man sagt, okay, jetzt ist es mal ruhig und ich halte das auch mal aus, weil das fällt uns ja zusehends schwer, glaube ich, ne? So immer mit dem Handy dran und man kann nicht mehr warten. Eigentlich merke ich ja selber, du stehst in einer Warteschlange irgendwo. Ich meine, wer wartet, ne? Also wenn du da stehst, dann holst du dein Handy raus und guckst deine Nachrichten nach und irgendwas bei Instagram, irgendwas Sinnloses oder so. Also dieses, ich stehe jetzt hier 10 Minuten und muss warten, bis ich endlich mal dran bin, das ist ja irgendwie so weg. Und Stille ist weg und Warten ist weg, keine Ahnung. Und deswegen finde ich das schon gut, wenn man das so phasenweise mal hat. Aber ich würde das jetzt nicht, also für immer. Also könntest du jetzt nicht dein Leben hier völlig komplett. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ja. Ich meine, ich warte tatsächlich in Warteschlangen immer gerne und tatsächlich nicht mit meinem Handy, sondern beobachte Menschen. Ja, okay. Tatsächlich, ich finde das immer sehr amüsant, weil es gibt immer einen Menschen irgendwo hinter dir, der dann so räuspert und sich aufregt. Warum geht das denn nicht weiter? Also, ich amüsiere mich dann darüber. Kannst du mal ein Buch drüber schreiben? In der Warteschlange. Ja, müssen wir mal googeln, ob es nicht sowas schon gibt, weil das so. Man kann das bestimmt immer noch besser machen. Wer weiß, vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch, aber dann weiß ich nicht die Voraussetzung und auch nicht das Thema. Das hat sich noch nicht eröffnet. Ja. Und nur über mich schreiben wäre ja auch ein bisschen langweilig. Das stimmt, ja, aber ein Leben reicht nicht. Also man braucht schon irgendwie ein paar mehr, glaube ich. Also muss ich ein bisschen Rückführung für unsere esoterischen ZuschauerInnen, werde ich eine Seelenrückführung erstmal machen und gucken, welche Leben ich dann schon mal hatte. Rückführung? Für mich klingt das, ich habe gerade diese Serie gesehen, die heißt, wie heißt sie denn auf Deutsch? Weiß ich nicht, ich glaube Grond heißt sie im Original. Es ist eine belgische Serie und spielt in der marokkanischen Community in Brüssel. Und da geht es nämlich um Rückführung gemeint, wenn Leute sterben und werden nach Marokko überführt, um dort begraben zu werden. Deswegen, das war jetzt bei mir gerade so Rückführung, was wir da machen. Hey, ich habe wahrscheinlich auch den falschen Begriff gewählt, aber es gibt ja so, dass man so. Obwohl, wahrscheinlich werden jetzt alle in den Kommentaren schreiben. Genau. Das stimmt ja überhaupt nicht. Was redet der? Was mich interessieren würde, was ist denn so dein Lieblingsbuch? Das ist,
Ich habe ja wusste immer, ich, dass ich ja, diese ist, Frage kommt. Ja, deswegen warst du so prepared hier. So, dass du irgendwas, ich weiß, es ist eigentlich eine Non-Frage, weil das kann man gar nicht so sagen, weil man hat ja immer so. Deswegen will ich die anders stellen. Ich möchte nämlich fragen, wie, gibt es so, die dich in bestimmten Phasen sehr beeindruckt haben? Weil ich weiß, dass ich einfach so, es gibt immer so Bücher, die mich eine Phase lang gut begleitet haben, die ich heute eigentlich nicht mehr lesen sollte, weil ich die wahrscheinlich glorifiziert habe mittlerweile. Ja, das kann sein. Ja, wobei, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, bei Büchern ist es, nee, bei Büchern habe ich das gar nicht so arg. Ich wollte gerade eher sagen, vielleicht eher bei Songs, ne? Oder so, so bestimmte Musik, die man eine Zeit lang, wo man sagt, was habe ich so rauf und runter gehört? Und das kann ich jetzt eigentlich nie mehr. ja, auf jeden Fall immer der Fänger im Roggen. Ich habe da immer noch Mut zur Lücke. Heute Morgen, vor 100 Jahren, in 100 Jahren. Frühstück bei Tiffany, auch heute Morgen in 100 Jahren. Ist auch so ein schmales Büchlein. Wir lieben schmale Büchlein. Wir lieben schmale Büchlein, ist aber ganz viel drin. Dann das besagte Eureka Street Belfast. Das hat mich schon auch, in so, das ist so, weiß ich nicht, würde ich irgendwo in meinen 20ern anordnen. Finde ich aber, glaube ich, immer noch gut. Habe ich jetzt schon eine Weile nicht gelesen, aber finde ich, glaube ich, immer noch gut. Ich lese jetzt gerade eins, wo ich denke, das schleicht sich auch in diese Liste ein. Das hat man ja nicht so oft. Also ich lese schon noch häufiger Bücher, die ich gut finde. Ich lese auch manchmal welche, wo ich denke, oh, wann ist das vorbei? Ich habe immer noch so die Neigung, alles zu Ende zu lesen. Obwohl ich auch schon, das hat mein Freund Kai, vielen Dank, mir irgendwann gesagt, Annika, du darfst dir das auch gönnen, du kannst auch mal sagen, nee, das ist Verschwendung für Lebenszeit. Und das habe ich jetzt auch schon mal gemacht. So lese also, ich das. Ja, also wirklich, das ist auch befreiend dann. Ne? Wenn man sagt, boah, es ist wirklich einfach so ätzend und ich kann da gar nichts mit anfangen und ich quäle mich da irgendwie von Seite zu Seite und dann hast du ja auch keinen Bock zu lesen. Dann bleibt das immer da liegen und das ist eigentlich irgendwie total schade. Ja, aber jetzt gerade lese ich von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Mahé Guvin heißt der, glaube ich, zwei Brüder. Der war damals, damit wurde er auch, glaube ich, in Frankreich ausgezeichnet mit diesem quasi dem Debütpreis, den es so gibt. Und es ist sensationell. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich kann bis jetzt sagen, es ist sensationell. Also das ist wirklich so eine neue Ära auch gerade. Ich denke, okay, das schleicht sich in diese Liste ein von Büchern, die man so, die, wo man sagt, ja, das Buch, das auf jeden Fall. Mitnehmen, wenn ich auf einer Insel strande. Ja, ich lese selten Bücher zweimal. Selten. Ja. Deins habe ich jetzt zweimal gelesen. Ja! Ja. Nein, aber, ich würde sagen, so ein James Baldwin, Giovanni Zimmer wäre, ist auch schön schmal. Das habe ich das erst vorletzten Sommer das erste Mal gelesen. Ja. Aber das ist auch schön, ne, wenn man sich Dinge lange aufgespart hat, oder? Also ich kannte es vorher auch nicht, tatsächlich. Ich habe es erst dadurch, dass das ja zum Glück neu übersetzt wird bei DTV. Aber ich konnte nicht warten, bis da ist die Übersetzung. Deswegen habe ich es auf Englisch gelesen, was auch gut funktionierte. Ja. Aber das wäre so jetzt in diesem Moment, heute, in 2023, wäre das so ein Lebensbuch. Es kann aber gut sein, dass ich in 5 Jahren sage nein. Ja, nein. Ich finde es. Nein! Um Gottes Willen. Ja. Fatma Aydemir Jinns hat mir noch sehr gefallen. Jinns war großartig. Ganz, ganz toll. Das also hat so unterhaltend hört sich so abwertend an. Es hatte all diese Ebenen, die es hat, mit aber einen Unterhaltungsfaktor. Ich habe bei mir das so, dass es da gibt es so einen Satz oder so eine kleine Szene, es ist noch nicht mehr eine richtige Szene, das ist eher so beiläufig, da hat die mich total im Sack gehabt. Das passiert auch manchmal, das verrate ich nicht. Muss auch mal ein bisschen Geheimnis muss man immer noch bewahren. Diese geheimnisvollen Autorinnen. Ja. Nein, da war ich aber letztes Jahr in gemeiner Weise dann doch sehr happy, dass Blutbuch gewonnen hat. Mhm. Das war ja so für mich... Das Ding, letztes Jahr. Ich habe es noch nicht gelesen, es steht bei mir, aber ich habe es noch nicht gelesen. Weil es ist oft so, wenn ich ein Buch auswähle, das ist so ein Prozess, das muss, da würde ich das eher sagen, das muss gerade so ein bisschen in diese Zeit passen, in der man gerade ist oder auch in diesem, was interessiert mich gerade. Ich habe schon manchmal so Sachen, wo ich mich dann so in so einer bestimmten Ecke
vergrabe ich. Lese im Moment halt wirklich viel französische Autoren. Keine Ahnung, wie das kommt. Und dann fängst du so an und dann abends liest du vor. Und dann hat man auch mal eine Zeit lang vielleicht so ein, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt ganz viel so aus diesem Bereich. Und dann, weiß nicht, ist vielleicht auch mal der Versuch, jetzt will ich was ganz anderes oder ne, so. Und deswegen, da passte das noch nicht. Und dann bewahre ich das auch immer eher auf. Ne? Ich denke, ich werde das jetzt auch nicht verballern. Ne? So an so einer Stelle, wo du denkst, nee, dann liest du das jetzt so runter, weil er jetzt gerade dran ist. Das finde ich mal schade. Also, Schweiz wird noch kommen. Schweizer AutorInnen. Ja. Das musst du kurz atmen. Ja. Achso, nochmal von vorne. Nee, kalt. Das Thema des Literaturdistrikts dieses Jahr ist ja nochmal Lieben. Aber das klingt so ein bisschen so, als wäre es danach vorbei. Wir haben ja viele Dinge, die uns belasten tatsächlich auf dieser Welt. Ja. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum es nochmal Lieben ist, weil wir in sehr schwierig politischen Zeiten sind. Da dürfen wir jetzt schwierig mal sagen. Das ist ja vielleicht einfach, weil wir alle so gereizt sind, weil wir kriegen ja ganz viele negative Reize. Und dann dieses nochmal Lieben wäre so der Hoffnungsschimmer oder das, was uns vielleicht da durchträgt. Mhm. So, und jetzt mach daraus was. Jetzt schreibst du diese Geschichte, die wir jetzt... Also ich finde schon, also der Hintergedanke ist ja bei Koller auf jeden Fall auch da. Der hat, das hat ja diesen Rahmen der Schöpfungsgeschichte, also diese 7 Tage. Und das ist natürlich sehr mit dem Augenzwinkern. Ne? Deswegen, ich habe so schön gesagt, es wurde mal gefragt, ist das ein theologischer Roman? Da habe ich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob mir dafür Leute nicht richtig auf die Finger hauen würden und sagen, oh Gott. Aber das ist natürlich so, dass dieses Thema, wie gehen wir sozusagen eigentlich mit der Schöpfung um, oder wenn man das ohne Gott denkt, wie gehen wir eigentlich mit dem Planeten um? Klammer auf, nicht gut, Klammer zu, dass das sozusagen immer auch eine Rolle spielt, also in ganz verschiedenen Situationen. Wir haben ja anfangs schon gesagt, dass Chris Menschen sehr ablehnt und ihr Verhalten. Es geht zum Beispiel irgendwann auch darum, dass sie sagt, es wird immer alles also konsumiert, weggeworfen. Es geht auch um Essen. Irgendwann zählt er mal auf, was alles im Supermarkt gibt und das nur auf den ersten 4 Metern. Und das ist ja sozusagen also schon so ein Dauerthema bei gleichzeitigem, wir haben doch eigentlich gar kein Problem. Also du hast vorhin gesagt, okay, wir sind alle so schrecklich gereizt, weil es sind ja auch schwierige Zeiten, aber eigentlich haben wir gar kein Problem. Wir naja, also jetzt das ist immer so, dass in Mitteleuropa sind. Ja, genau. Also, oder wenn du sagst, ey, ich stehe in der Warteschlange und da räuspert sich schon wieder jemand und ist total sauer, weil er jetzt gleich explodiert, warum dauert das so lange? Ja, und das ist dann das Problem. Genau, das ist dann das Problem. Und ich glaube aber auch manchmal, das liegt ein bisschen auch daran, es gibt aus dem Songtext meiner Lieblingshaus- und Hofband es gibt diese Textzeile, es fehlt uns an der Not, die uns zum Handeln zwingt. Ich glaube, manchmal ist das einfach so. Also es gibt doch keine wirkliche Not. Du kannst jetzt sagen, ja, okay, es ist gerade schon ein bisschen kacke, dass wir uns mit diesem Klimathema so auseinandersetzen müssen, weil es sehr dringlich wird, das merken wir schon. Aber wir können ja noch was tun. Ja. Wir tun schon immer so, nein, es geht alles nicht mehr. Und ich denke mir so, okay, wir können ja noch was tun. Oder, weiß ich nicht, wenn du sagst, okay, es regen sich gerade Leute darüber auf, dass sie so viel Parkgebühr zahlen müssen oder weil sie in der Schlange stehen, dann denke ich mir, das ist doch kein echtes Problem. Also das ist doch nichts, was jetzt wirklich, also wirklich sagt, das bringt dich an die Grenzen. Ne? So, und überall auf der Welt leben Menschen, die weit über ihre Grenzen gehen, die ganze Zeit. Und deswegen finde ich immer so ein bisschen so, vielleicht ist dieses Gereiz dann ja okay, das ist dann vielleicht so, weil die Zeiten nicht so ganz leicht sind, aber so ganz schwierig sind sie auch nicht. Also vielleicht müssen wir es einfach auch ein bisschen am Riemchen reißen. Und ich glaube, so ist Chris auch so ein bisschen. Also Chris würde auf jeden Fall das Schild hochhalten, können wir uns vielleicht ein bisschen am Riemchen reißen. So. Das kann Koller ja auch nicht. Koller ist da sehr überbordend. Ja, auf jeden Fall. Und nicht am Riemchen reißen. Nee, das ist nicht seine Paradedisziplin, auf jeden Fall nicht. Hast du gesagt? Ja. Um auf deinen Roman zurückzukommen, was sehr spannend ist bei Koller, ist, dass
drei sehr wichtige Frauen ein eigenes Kapitel bekommen. Das ist zum einen Ella, die Freundin von Koller. Dann ist das die Mutter von Chris Anne. Und nicht Anne. Nicht Anne, sondern Anne mit zwei Strichen, also mit Ä. Und die Großmutter von Koller, die Ulla. Ja. Ich finde das einen sehr gelungenen Kniff, weil wir kriegen Background zu diesen Charakteren, die auch im Buch irgendwie vorkommen, mal mehr, mal weniger, weil Ulla ist, die Oma ist schon tot. Mhm. Aber wir kriegen Informationen, die einfach die beiden nicht haben. Und die, das finde ich sehr spannend, so, dass wir so quasi voyeuristisch mehr erfahren als die anderen beiden. Mhm. Wie kamst du dazu, dass du denen noch so quasi so ein Mal ist ein doofes Wort, ein extra Kapitel gegönnt hast? Naja, eigentlich stand am Anfang, also ja, das ist ja schon so, dass man immer überlegt, wenn man Nebenfiguren hat, ne, wie weit gehe ich da rein? Also man kann ja immer, und das war zum Beispiel in Nordstadt ja so ein bisschen so eine Weigerung, auch der Ich-Erzählerin, die sagt, ich erzähle hier keine Geschichten über meinen Vater, weil das ist was ganz anderes und das gehört hier auch gerade gar nicht hin. Und ich glaube, man ist immer so ein bisschen geneigt, ne, dass man immer so ganz viel erzählen will und dann irgendwie eigentlich denkt, okay, jetzt bremst dich da mal. Und bei Koller war das so, dass ich es erstmal komplett vermieden habe und gedacht habe, ne, okay. Und ich denke ja, aber diese Geschichte vielleicht, diese Geschichten mit, ne, also die sind schon so im Hinterkopf. Und ich fand es schön, das sichtbar zu machen, sozusagen irgendwas anzubieten. Ich habe vorhin gesagt, dass man als Leser immer noch so ein bisschen mitarbeiten muss. Ne? Also dass man sagt, okay, ich komme jetzt nicht hin und wechsle alles in Kleingeld ein und sage so, hier, bitteschön, hast du die Geschichte, sondern irgendwie zu sagen, okay, das ist ein Angebot, so sozusagen über diese Dinge auch nochmal nachzudenken, vielleicht nochmal anders nachzudenken und die auch in ein Verhältnis zu setzen. Und dann natürlich auch so ein bisschen aus dieser Position heraus Dinge anders beurteilen zu können. Ne? Weil, wie du richtig sagst, es gibt dann auch Informationen, die da drin stecken, die Chris und Koller selbst gar nicht haben. Und man dann natürlich irgendwie eigentlich vielleicht so ein bisschen drauf gestoßen wird, wie kurzsichtig wir manchmal eben auch sind. Ne? Also wir meinen ja auch gerade immer alles so, gerade über Eltern und Großeltern, meint man ja auch immer alles zu wissen. Ne? So, dass man denkt, ja, das ist ja irgendwie klar. Die haben natürlich aber auch zum Beispiel ihre Geheimnisse und die haben so Dinge, die sie ja auch bewusst vor uns verborgen halten. Und das finde ich einfach nochmal wichtig, dass man da so ein bisschen eintauchen kann, wenn man denn möchte, und da einfach nochmal so ein bisschen ja, einfach feststellt, okay, es ist doch nicht immer so eindeutig, wie man halt gerne denkt. So. Vielen Dank. Gerne. Ich danke dir, dass du den weiten Weg aus Bochum nach Essen geschafft 20 hast. 20 Minuten. Ja, richtig krass auf jeden Fall. Ja, quasi. Zu Fuß. Ja, ich kenne Menschen, die laufen, wandern diesen Weg tatsächlich. Ja. Nein, ich nicht. Pilgern. Ja. Denn Essen, Compostela geht ja, glaube ich, durch Werden tatsächlich. Ehrlich? Das schneiden wir raus. Wir schneiden das raus. Also das kriegst du Zuschriften, wenn Leute in Kommentare schreiben. Oh, also reicht an bösen Kommentaren. Ja. Nicht noch christliche böse Nein. Kommentare. Genau. Nein, ich danke dir sehr, dass du den Weg hierhin geschafft hast und dass wir über dein tolles Buch sprechen durften, was ihr alle gerne lesen möchtet. Sehr. Danke, Annika Büsing. Ich danke dir. Schön. Ist schön. Ich nehme kurz den Fächer, ja? Ja, mach mal. Das ist wahr.